Ein neues Jahr bietet nicht nur die Möglichkeit für einen frischen Start, sondern auch die Gelegenheit, sich neue Ziele und Vorhaben zu setzen. Wir haben uns in Schwechat umgehört, welche Neujahrsvorsätze die Menschen für 2024 haben. Auch haben wir uns erkundigt, wie die Schwechater die Weihnachtsfeiertage verbracht haben. Das Fest ist vorbei und der graue Alltag hat wieder Einzug gehalten. Wir haben die Bewohnerinnen und Bewohner von Schwechat nach ihren Neujahrsvorsätzen befragt und uns erkundigt, wie sie die vergangenen Feiertage verbracht haben. Naja, so ein bisschen halt, ja, was man sich so wieder ein bisschen körperliche Tätigkeit anzuwerfen, die schon verschlampt worden ist, und ein bisschen mehr wieder Rhythmus ins Leben hineinzukriegen, das auch irgendwie so verwaschen wurde. Da hoffe ich schon wieder, dass ich wieder ein bisschen mehr Struktur in den Tag bringe und auch in die Woche. Und ich habe einen Jahreskalender, den überblicke ich auch und da teile ich mir alles ein. Ja. Ich würde mir wünschen, dass nicht dass alles billiger wird, weil es schon alles so teuer ist. Man kann sich ja nicht mehr was ich was leisten, weil es steigt, das Lebensmittel steigt da. Also das war schon einmal Zeit, wenn das alles runtergeht mit den Preisen. Mein Neujahrsvorsatz ist eigentlich ganz kurz gefasst, einfach wieder ein bisschen auf die Ernährung mehr achten, weil bei mir ist immer November, Dezember. Ich bin ein großer Keksal-Fan, großer Schokoladen-Fan und da ist bei mir immer da ist ich alles, was ich in die Finger kriege. Und dann habe ich schon seit einigen Jahren gestartet, dass ich dann mit 1. Jänner ein paar Wochen mich wieder bewusst gesünder ernähre. Wir haben am 24. gestartet da mit dem Krippenspiel und haben mit der eigenen Familie Weihnachten gefeiert. Sind dann am 26. nach Kärnten zu meinen Eltern, haben dort ein bisschen Schnee genießen können. Und sind dann nach dem Jahreswechsel wieder nach Schwechat gekommen und ja, genießen jetzt im Prinzip noch, dass die Kinder ein bisschen Ferien haben, wir Urlaub haben und gehen es gemütlich an. Ich hoffe, es wird ein bisschen ruhiger, dass die Menschen mehr zu sich kommen, dass weniger Kriege sind und halt, dass die Familie wieder zusammen sind wie früher. Und dass wir gesund sind, glücklich, das ist ja normal, glaube ich. Das wünscht sich, glaube ich, jeder und ich auch. Ja. Haben Sie auch Vorsätze für sich persönlich? Ja, für mich persönlich nicht. Ich bin glücklich in der Pension, kümmere mich um meine Familie, schaue auf meinen Enkelkind, meine Mutter, Schwiegermutter, und es soll so bleiben die nächsten 30 Jahre und dann schauen wir halt. Wie haben Sie die zurückliegenden Weihnachtsfeiertage verbracht? Naja, wie Sie es vielleicht gehört haben, im Kreise der Familie. Alles im Kreise der Familie, Enkelkind und solche Sachen. Und alles andere ist für mich ein bisschen zu stressig. Wie haben Sie denn die zurückliegenden Weihnachtsfeiertage, die Weihnachtsferien verbracht? Sehr gut und sehr schön mit der Familie, haben fröhliches Weihnachtsfest gemacht. Mit der Familie, also am Freitag waren quasi alle bei uns, am Freitag sogar am 24. waren alle bei uns, dann am 25. bei meiner Familie, erweiterten Familie, und am 26. dann von meiner Frau. Wunderschön, wunderschön. Ja, ich durfte mit meinem Chor in der Kirche singen. Wir sind mit den Sternsingern gestern auf Lokaltour gegangen. Ja, es war eigentlich eine schöne Zeit mit lieben Menschen rundherum und in der Familie. Überhaupt war es sehr, sehr nett. Und das ist ganz wichtig, dass man da weiß, dass man gut aufgehoben ist und eine gute Basis hat für sein Leben. Keine großartigen Neujahrsvorsätze. Im Prinzip Zeit mit der Familie ein bisschen mehr verbringen. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Ein bisschen bewusster leben in allen Bereichen, aber sonst keine konkreten, keine klassischen Neujahrsvorsätze. Nein.